12 Staffeln und das ist der Finallauf 3x1000 Meter der Männer. Ja, und haben wir den Startschuss gehört für die 3x1000 Meter Staffel der Männer. Aber wir schauen noch einmal zum Weitsprung der männlichen U20. Und hier der Zwischenstand nach dem vierten Durchgang in Führungszeit. Manuel Eitel 7,55 Meter. Dahinter Stefan Jungmichel 7,37 Meter. Und an der Position zurzeit Benjamin Wessling 7,26 Meter. So, auf dem ersten Teilstück die Stadtgemeinschaft Alpschorf-Zell an der Spitze mit Randy Böhlsmacher in der 3x1000 Meter Staffel. Die Stammgemeinschaft Alpschorf-Zell und Randy Böhlsmacher nach wie vor an der Spitze der 3x1000 Meter Staffeln. Daniel E. Braunschweig mit Carsten Meyer. Der geht jetzt nach vorne. Das ist der nächste Mal auf dem Schlussläufer. Geht es auf den Rauschmann. Das ist der nächste Mal auf den Rauschmann.
Auf der Reise ist das Ganze für die Deutsche Meister über die 3000 Meter Hindernis. Martin Blau für den NSC Lüchterreich. Jetzt an vierter Position.